Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur mittlerweile 10. Folge von Frankie Dettori Racing. Wir sind mitten im Juli und haben diesen Monat noch zwei Rennen, nachdem im letzten Rennen Hamster Farm über 800 Meter gewonnen hat. Wir kratzen an der Millionen-Euro-Marke. Mal sehen, ob wir sie jetzt diese Woche überspringen können. Dafür gehen wir ins Rennen und schauen mal, was so ansteht. Da haben wir hier dieses Rennen Nummer 4, über 450.000 Euro Ascot Stakes, 1000 Meter Rennen. G1-Klassifizierung und ebenfalls G1-Klassifizierung The King George Rennen über 1,06 Millionen Euro über 2400 Meter. Da wird dann unser Neuling laufen. Mal sehen, wie er sich dort schlagen wird. Sterling Smash auf der einen Seite, Blushing Rose dann im letzten Rennen des Tages. Wir springen hinein und drücken wie immer die Daumen. Bin mal auf die Quoten gespannt, vor allem bei Blushing Rose, wie es da aussieht. Jupp, hier ist das Rennen von Sterling Smash. Going is good. 1000 Meter. Favorit ist Night Push mit der Nummer 9 und wir mit einer 11 zu 2 Quote mit der Nummer 3. Das heißt, ich habe doch so viel Vertrauen in Sterling Smash, mal eine Siegwette zu platzieren. Würden uns immerhin 13.750 Euro einbringen. Wir bestätigen die Wette und springen ins Rennen. Perfekter Start. Sterling Smash shows great natural pace. He gets a magnificent start. Also running well is Drifting Dilemma. Nightpush is also in the run. 800 out and it's Drifting Dilemma. Putting the pressure on Sterling Smash. Fresh Holiday covering extra territory. Next it's Wise Wing Orange Traitor in 5th place. Followed by Rocket Royal in 7th place is Poetic Plate. Then Nightpush and Pale Porter. Closely followed by Path of Zipper. About to run for glory at Sterling Smash. Da greifen sie an. Gut. Geben wir auch Gas. Nummer 12. Nightpush with an amazing run up on the inside. Nightpush moving past Poetic Plate as they race towards the line. It's Nightpush challenging Wave. Sterling momentum with a furlong to go. Wave heads up and down with Sterling Smash at the 100. It's Sterling Smash putting in a strong bid with Wave. Nee, das reicht nicht. Wave just beats Nightpush. Wave gewinnt. Nightpush in second. Third at the line. Wir werden nur Vierter. Ja, damit ist die Siegessträhne weiterhin gerissen. Stimmt, letztes Mal sind wir mit Sterling Smash auch nur Zweiter geworden, in Anführungsstrichen. Diesmal Vierter. Wohl war aber auch ein schwieriges Rennen, das muss man mal sagen. Großartige Konkurrenz dabei. Ah, da zieht das Pferd noch an uns vorbei. Schade. Sonst wäre ein Treppchenplatz durchaus drin gewesen. Gut. Kann man nichts machen. 15.750 Euro. Die Wette natürlich hinfällig. C'est la vie, man kann nicht immer gewinnen, aber wir haben jetzt ja noch das große King George Rennen. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was die Quoten ansagen. Going ebenfalls gut, klar, ist ja am selben Tag. Einmal praktisch um den Kurs herum und dann vor der Haupttribüne hinein ins Ziel. Necessary Nebula mit der Nummer 14 ist Favorit. Wo stecken wir? Hier Blushing Rose, 7 zu 1, das heißt wir sind zumindest mit Favorit. Was mich jetzt dazu verleitet, eine Platzierungswette zu setzen. Würde uns 3.450 Euro gewinnen. Ja, das heißt, wir haben auf jeden Fall, so sehen es zumindest die Wettexperten, Chancen vorne mitzulaufen, zu gewinnen sogar. Bin mal gespannt, wenn ich nicht wieder den Start verpenne und wieder zu früh loslaufe. Verpennen in dem Sinne, weil das Pferd ja von hinten angeht. Und somit relativ spät startet. Ihr seht es am Startometer. Aber ein Perfect Start. Necessary Nebula going with him. Pounding down the course, it's Phantom's Candy, disputing with Necessary Nebula. Followed by Pixie's Blitz. Journey in fourth position. Next it's Outrageous Rocket and gut, Winged wir bauen Potenzial Witch. Auf. And seventh is Healthy Island, then Wandering Cloud, Hamster Honor, close up with Ultimate Illusion, closely followed by Natural Virtue. Next it's Gentle Nine, Rhythm Crown. In ja gut, solange wir Potenzial aufbauen, brauchen wir nicht viel verändern an der Position im Feld. Necessary Nebula, followed by Harbor, Blushing Rose, close behind Curious Curtain. In 17th spot is Dusk, in die Kurve rein, alle ziehen nach innen. Wir werden noch geblockt von der Nummer 10. Still in first position.
then Phantom's Candy. On the inside, it's Pixie's Blitz and Winged Witch closing in on Outrageous Rocket, closely followed by Wandering Cloud. 1500 Meter noch. Island, Journey in 8th place. And traveling on the rails, it's Gentle Nine, Curious Curtain, making good progress behind Blushing Rose. Then Hamster Honor. Next, it's Rhythm Crown and Natural Virtue. And Dusk next on the fence. Closely followed by Harbor. Harmony continues to remain in the tail of the field. 6 furlongs out, it's Necessary Nebula, maintaining the prime spot. Followed by Phantom's Candy, Pixie's Blitz, 3 lengths in front of Outrageous Rocket and Winged Witch, neck and neck with Healthy Island. In 7th spot is Journey and Ultimate Illusion in 9th spot. From Wandering Cloud, Curious Curtain, alongside Hamster Honor and Gentle Nine, traveling on the fence. Next it's Blushing Rose and Rhythm Crown, closing in on Natural Virtue, closely followed by Harbor, then Harmony. Dusk is each and every runner. As they come to the home corner, it's Phantom's Candy, pressing Necessary Nebula, followed by Pixie's Blitz, Healthy Island in 4th place. So Journey close behind Outrageous Rocket and Harmony, Wandering Cloud, close up with Hamster Honor. In the shadows of the post, as they come towards the line, it's Necessary Nebula looking to make it from Healthy Island. As they begin to spring towards the line, it's Healthy Island putting up a challenge to Necessary Nebula. Outrageous Rocket about to get moving. 200 to run. Outrageous Rocket putting up a challenge to Necessary Nebula. Journey moving forward now. Nee. Ultimate Illusion. Schade, heute wieder nicht. Ground. Hola. Für einen guten Platz. Vierter, Fünfter. Siebter. Boah. Gut. Oh, ein bisschen enttäuschend jetzt die letzten beiden Rennen. Aber okay. Absolut starke Konkurrenz jetzt gewesen in den letzten beiden Rennen. Da ist das schon mal in Ordnung. Aber der Favorit auch noch Vierter geworden, von daher kann man mal sehen, wie eng dieses Feld war. Und für Platz 7 gibt es leider gar nichts. Gut. Nicht weiter schlimm, das war der Juli. Ja, ein Schluck Tee genommen. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal, was uns jetzt so im August erwartet. Oder schauen wir uns mal kurz die Pferde an. Von der Erschöpfung her, ja, Blushing Rose natürlich gerade das lange Rennen gelaufen. 22% Erschöpfung. Hamsterfump ist vollkommen fit, der kann sofort wieder laufen. Sterling Smash im Prinzip auch. Schauen wir mal, was die erste Rennwoche gibt. Ja, Klassifizierung B, Sinclair Slicks. Hier hätten wir 24 Starterinnen. 1400 Meter ist schon hart an der Sprintergrenze. Das lassen wir, glaube ich, mal links liegen. Schauen uns die nächste Woche an, was wir dort haben. 1200 Meter Rennen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Hier hätten wir auch nur lange Rennen. Hier dieses Rennen, Rennen Nummer 2, eventuell für Blushing Rose. Hier ist auch höchstens dieses Rennen für Blushing Rose dabei. Genauso wie hier. Also haben wir hier eine G2-Klassifizierung. Wen könnten wir denn da eintragen? Hamster Farm könnten wir da nicht eintragen, aber Sterling Smash. Den trage ich da direkt rein. Sterling Smash in diesem Rennen, jawohl. So. Was haben wir hier? Tokyo Stacks. Ja, wir haben natürlich auch wieder die dicken Rennen dabei. Tokio stattfinden. Lass mich mal kurz überlegen. 3400 könnte Blushing Rose da mitlaufen? Ich glaube eher nicht. Ich versuche jetzt Blushing Rose einfach mal hier in diesen 2000 Meter Rennen einzutragen. Kann er leider nicht mitlaufen. Ist nur für Zweijährige. Ja, für Hamster Farm ist das leider nichts. Könnte er denn hier mitlaufen? Ja, da kann er mitlaufen. Da packen wir Blushing Rose rein. 48.000 Euro Einschreibungsgebühr. Huh. Das ist natürlich eine Menge. So, in diesem Rennen... Ja... Passt auch nicht wirklich. Wen hat man denn hier nochmal eingetragen? Das war, glaube ich... Sterling Smash, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Sterling Smash. Dann in dem Rennen Blushing Rose. Das heißt, dass wir hier über die 1000 Meter dann noch... Hamster Thump eintragen könnten. Wenn er denn mitlaufen darf, darf er leider nicht. Ja. Darf er denn hier irgendwo mitlaufen? Auch nicht. Ja, ist immer nicht so leicht, vernünftige Rennen zu finden. Aber hier können wir Hamster Thump eintragen.
3 Rennen im August. Alle 3 Pferde laufen einmal. Ja, warten wir nicht weiter ab, sondern gehen direkt hinein. Oder können wir vielleicht vorher noch ein Rennen austragen, weil das ist mir ein bisschen zu viel, bis zur 3. Augustwoche zu warten. Aber hier passt einfach nichts rein. Da passen wir, doch, da packen wir jetzt einfach mal Sterling Hamster Thump rein. Der ist ja noch fit. Den probieren wir jetzt einfach mal aus über 1400 Meter, auch wenn es eine G1-Klassifizierung ist. Mehr als daneben gehen kann es ja nicht. So, ja, Monatsumbruch. Ja, und der hat diesen Monat gar nichts gewonnen, sondern fast 5000 Euro verspielt. Ja gut, schick mal wieder los mit 10.000 Euro, was soll's. Wir haben hier tolle Pferde, die wieder die Kohle erlaufen für ihn, für sein Versagen. So, Hamster Thump in Rennen Nummer 6, 582.000 Euro, 1400 Meter Rennen. Mal sehen, was er dort reißen kann. Rein in unser Rennen. Going as fast. Eine Kurve. Haben wir direkt eine ziemlich enge Rechtskurve. Das heißt, da kommt es wieder sehr gut sehr auf den Start an und hoffentlich haben wir auch eine Position innen und nicht so weit außen. Sonst haben wir relativ weiten Weg zu gehen. Ja, wir haben natürlich wieder eine Position außen, wenn ich das richtig sehe. Ivory Princess mit der 17 ist Favorit. Hamster Farm mit 150 zu 1 ist vollkommener Außenseiter. Ja. Hält mich nicht davon ab, eine Platzierungswette auf ihn zu setzen. Würde immerhin 75.000 Euro bringen, wenn wir unter die ersten drei kommen. Gut, wir sind krasse Außenseiter in diesem Rennen mit Hamster Thump. Aber mein Gott. Thump takes the lead. He is off to a fabulous start. Musician's Apology right behind him at the 1200 meter mark. It's Christmas so. Crown up there with Hamster Thump in third is Musician's Apology. Schön Potenzial aufbauen. Neck and neck with Cruel Sehr schön. So mag ich das. In sixth. In seventh position is Tall Wine, followed by Stranger's Cheese. And das wird wahrscheinlich auch von uns erwartet in diesem Feld, dass wir das Feld anführen. Aber immerhin können wir jetzt so als erster eine Kurve ran. Next it's Ivory Princess, traveling underneath horses is Jelly Owner and Star Stretch closing in on Unfading Impact and Splendid Sail Ultimate Mount scraping the rails. Then Mrs. Dress, as they take the final bend, it's Musician's Apology, pressuring Hamster Thump, Christmas Crown. Making good progress behind Modest Machine. Closely gut, rennen wir einfach mit. Mir egal. Speed score charging home on the rails. Captain Frame starting to make a run. Coming up towards the line, it's Captain Frame going hammer and tongs with Speed score. Caveman's Cavern sprinting fast up on the outside. 200 out and it's Speed score head and head with Captain Frame. 150 out and it's Speed score sprinting hard in front of Caveman's Cavern. Schade. The final sprint is on and it's Caveman's Cavern sprinting hard in front of Speed score. Great finish. Leave it to the photo finish. 15. Ja. Dem war Hamster Thump einfach nicht gewachsen. Schade. Werden wir hier ein Fotofinish haben zwischen der Nummer 1 und der Nummer 11. Ja, aber doch, klare Sache. Dafür brauchen wir eigentlich kein Fotofinish. Tall Wine wins. Wir werden 15. Immerhin die Letzte. Gut, Kohle weg. Einschreibungsgebühr weg. So ist es nun mal. Ach, jetzt wollte ich mir eigentlich die anderen Pferde mal angucken, wie alt diese waren. Naja. Kann man jetzt nicht ändern. Gut. Die Motivation unseres Trainers geht natürlich in den Keller. In 2 Wochen ist dann das nächste Rennen, richtig? 1-2 Wochen. Da sehen wir uns dann wieder in Folge Nummer 11 von Frankie Dettori Racing. Bis dahin bleibt mir gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.